Also ich, das kann ich mir eigentlich, das kann man sich gar nicht ausmalen, dass die gescampt werden, weil eigentlich denkt man so, ey, das sind unscampbare Menschen, so, die machen viele Videos, wo Leute gescampt werden, so, und decken das dann auf, aber jetzt haben sie gescampt. Das ist bitter, das ist sehr, sehr bitter. Ich hoffe mal, dass es nicht zu schlimm ist. Ja, aber Scam ist ohnehin eigentlich immer scheiße. Okay, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wenn wir mit anderen Menschen im Internet kommunizieren, sind nicht nur die tatsächlichen geschriebenen Wörter wichtig. Wir alle haben einen bestimmten Stil. Wir benutzen bestimmte Emojis, schreiben lange oder kurze Sätze, beenden E-Mails aus Gewohnheit förmlich oder auch nicht. Und so erkennt man intuitiv die Person am anderen Ende. Klar, da steht oben der Absender, aber auch die Nachricht selbst fühlt sich nach ihm oder nach ihr an. Haben die gerade die Telefonnummer von Amto geleakt? Spaß, Spaß, alles gut. Doch was, wenn... Ich will die eh nicht, ja. Also Philipp Amto, mit dem jüngsten Opa der Welt möchte ich hier nicht unbedingt da noch Kontakt haben. Jemand deine Gespräche mitliest, geduldig lernt, dich nachzuahmen, um dich dann auszurauben. Warte mal, wenn hier ein Mod am Start ist, fühlt euch frei bei Mr. Fishy Gamer. Bitte, tut mir den Gefallen. Ey, Kanalrat, du bist doch da, oder? Du bist... Ist er immer da. Heute geht es darum, wie einer der Produktionspartner unserer Klamottenmarke gehackt wurde, wie Oha. Wir wochenlang imitiert wurden und wie rund 45.000 Euro auf den Konten von Mittelsmännern gelandet sind. Vor allem geht es darum, wie diese Art von Betrug immer häufiger vorkommt, wie Großkonzernen durch simple Tricks Millionen gestohlen und kleine Unternehmen in den Ruin getrieben werden. Dünn. Muss ich selber machen. Bitter. Was ist nur mit dem Mod-Team passiert? Aber ich hatte ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Da wurde zum Beispiel Palutens Merch, iCrimex und Co. Von großen YouTubern wird einfach auf Amazon wird einfach Merchandise kopiert und denen dann angeboten. Also den Zuschauern dann angeboten sozusagen. Das ist auch krass, oder? Die Dreistigkeit zu besitzen, ein Logo einfach eins zu eins so zu kopieren, wie es in deren Merch ist, vom Originalen, und dann das einfach so zu verkaufen auf Amazon. Das ist völlig krass. Und damit machen die ihre Geschäfte. Und hier hast du ja scheinbar sogar bei einem Simplicissimus zieht das ja eher so als Marker auf, nicht nur als so Simplicissimus Merch. Und das ist halt krass, wenn da irgendwas vielleicht imitiert wird, ne? Wir produzieren unter dem Namen Culture Culture seit einiger Zeit nachhaltige Klamotten in Portugal. Das glaubt uns seit Finn Kliman zwar keiner mehr, ist aber wirklich so. Ich glaub dir kein Wort, Mann. Nee, bitte, ich hab da eine Chance, mich kurz zu erklären. Es dauert 5 Minuten. Wir arbeiten vor allem mit einem größeren Produzenten zusammen und haben dort einen festen Ansprechpartner. Der will anonym bleiben, nennen wir ihn deshalb Santiago. Er ist der Sohn vom Chef, wir haben ihn erst letztens im Mai besucht. Wir schreiben auch viele E-Mails mit Santiago. Es geht um Stoffe, Proben und natürlich um Rechnungen. Die E-Mail-Infrastruktur von Santiagos Firma wird von einem externen Unternehmen betreut. Ein zentrales Element einer solchen Infrastruktur ist das Hosting-Panel. In diesem Fall ein C-Panel. Das ist im Prinzip einfach eine Schaltzentrale, in der man zum Beispiel Abwesenheitsnotizen einstellt oder automatische Weiterleitungen einrichtet. Irgendwann, Anfang dieses Jahres, sind Hacker in dieses Panel eingedrungen. Wir wissen nicht, wie. Über das Panel haben die Hacker dann jede E-Mail an Santiago an eine inbox.ru-E-Mail-Adresse weitergeleitet. So haben sie alles über ihn gelernt. Wie er schreibt, dass er sich mit seinem Vater abspricht, wenn es um Geld geht, und welche Kunden er hat. Zum Beispiel uns. Wenn man Dinge produziert, nicht nur Kleidung, gibt es häufig einen hektischen Moment in der Produktion. Die Artikel sind produziert, werden aber vor Bezahlung üblicherweise nicht geliefert. Das ist oft ein wichtiger Teil solcher Deals, denn so entsteht beim Kunden ein Druck, schnell zu bezahlen. Diese Gegebenheiten, diese Hektik, haben sich die Hacker zunutze gemacht. Sie haben sich Zugang zu Santiagos E-Mail-Account selbst verschafft. Auch hier ist bisher unklar, wie genau sie das bewerkstelligt haben. Dann, eines Morgens im April, hat Santiago uns eine E-Mail geschickt mit einer Rechnung für eine produzierte Kollektion. Die Hacker haben das gesehen und nur wenige Minuten später eine weitere E-Mail von seinem Account hinterher an uns geschickt. In der haben sie geschrieben: Oh, sorry, die Rechnung hat das falsche Konto drauf. Mein Vater hat mir gesagt, dass wir ab jetzt dieses hier nutzen. Im Anhang war dann eine nahezu identische Rechnung, nur eben mit einer anderen portugiesischen Kontonummer.
Das war aus vielen Gründen absolut glaubwürdig. Einige unserer Produzenten haben mehrere Konten. Santiago hatte in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten zuvor immer wieder Anweisungen von seinem Vater erhalten. Die E-Mail kam von seinem Account, vom Mail-Server des Alter, das ist ja brutal. Boah, stell dir... Ey, vor allem so eine Marke... Ey, das ist, Junge, das ist so dein Herzblut, was du da reinsteckst, ne? Und dann wirst du gescammt und die Hacker, die sacken sich das Geld ein. Aber Alter, das ist so dreist, holy shit. Unternehmens. Ich hoffe wirklich, die bekommt das Geld wieder ersetzt. Und nicht zuletzt wurde seine Art zu schreiben perfekt imitiert. Die Hacker sind aber sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Aufgrund der Dringlichkeit der Zahlungen haben wir Santiago immer eine Zahlungsbestätigung geschickt. So nach dem Motto, schau, wir haben die Rechnung beglichen, Ware kann raus. Die Hacker konnten uns nicht hacken, also haben sie die Domain culturecultures.com registriert. Dann haben sie Santiago mit falscher CC-E-Mail-Adresse perfekt gefälschte Zahlungsbestätigungen geschickt. Laut denen sei das Geld an das richtige Konto überwiesen worden. So haben beide Parteien statt miteinander mit den Hackern kommuniziert. Vermutlich haben die Eindringlinge Santiagos Postfach dann kontinuierlich aufgeräumt, so dass er nicht merkte, wenn sie zum Beispiel bestimmte E-Mails in seinem Namen verschickt haben. Der Tanz rund um die Rechnungen hat so und so ähnlich innerhalb von 2,5 Wochen ganze 6-mal funktioniert. Insgesamt sind unserem Produktionspartner auf diese Weise mindestens 45.000 Euro gestohlen worden. Dann ist es endlich aufgeflogen. Tatsächlich haben die Hacker früh einen dummen Fehler gemacht. Jemand aus unserem Team hat Santiago eine E-Mail geschickt. Daraufhin erhielten wir eine Fehlermeldung zurück, weil die Nachricht aufgrund von Spamfiltern nicht an das russische E-Mail-Konto weitergeleitet werden konnte. Wir und andere Unternehmen haben Santiago damals unverzüglich über die seltsame Fehlermeldung informiert. Leider hat er zu dem Zeitpunkt nicht realisiert, was das bedeuten könnte. Sein E-Mail-Konto hat er auch nicht neu gesichert. Uns hat er gesagt, alles sei im grünen Bereich. Später wurde uns dann erklärt, dass das externe IT-Unternehmen, welches das C-Panel von Santiagos Unternehmen betreut, die Weiterleitung an den russischen E-Mail-Account daraufhin sogar bemerkt und entfernt hat. Dennoch hat niemand 1 und 1 zusammengezählt. Irgendwann ist Santiago außerdem das seltsame S in unserem Namen aufgefallen. Selbst da hat es leider noch nicht Klick gemacht. Die gefälschten E-Mails wirkten zu echt, inklusive einer perfekt kopierten Signatur. Aber natürlich ärgerte er sich, dass wir augenscheinlich seine Rechnungen einfach nicht begleichen. Er hat sich zunächst bei Leuten aus unserem Team beschwert, die nichts mit den Zahlungen zu tun haben. Wir haben uns wiederum geärgert, weil wir die Rechnungen längst bezahlt hatten. Irgendwann hat er uns dann endlich angerufen. Wir seien per Mail so schwer erreichbar. Alter, das ist doch krass, ne? Also die Hacker, die haben praktisch dann Simplicissimus perfekt studiert, wie die schreiben. Die haben diesen Santiago perfekt studiert, wie der schreibt, und einfach gegenseitig die ganze Zeit hin und her geschrieben. Also es ist wirklich heftig. Ne? Und alles imitiert. Also ich glaube, damit kannst du so viel Schaden anrichten. Also du kannst es ja auch übel lange durchziehen. Weißt du, wenn das irgendjemand nicht merkt, du kannst ja die ganze Zeit permanent Geld scammen. Das ist krass. Die haben Man in the Middle gespielt und beide Seiten bedient. Ja, so ist es. Ey, das ist brutal. Das habe ich auch nicht gehört, aber ich denke, solche Methoden, die gibt es ziemlich häufig. Ne? Also hier verdient man ja 45.000 Euro, wie viel Geld das einfach ist. Ich weiß auch nicht, über welchen Zeitraum, aber wird bestimmt schon Tage bis Wochen so gegangen sein. In unserem Domainnamen kam zur Sprache und unser Geschäfts... Also ich denke, bei einigen wird das wahrscheinlich Wochen gehen oder fast Monate gehen und da kommt nichts raus. Partner meinte nur, tja, das sind wir nicht. Ab da war es allen klar. Wir konnten eine weitere geplante Zahlung von 19.000 Euro dann noch gerade rechtzeitig stoppen. Wir haben direkt zu WhatsApp gewechselt und alles in Windeseile aufgerollt. Die angegebenen Kontos auf den gefälschten Rechnungen gehörten 2 Mittelsmännern in Portugal. Diese sind potenziell auch einfach Opfer der Hacker. Eventuell wurden sie erpresst. Die Polizei ermittelt noch, aber Stand heute ist das Geld weg. Santiago ist ein liebenswerter, cooler Typ. Als wir ihn besucht haben, hat er uns das Unternehmen gezeigt. Wir haben gemeinsam gegessen und viel gelacht. Wochenlang haben Leute aus unserem Team E-Mails an ihn geschrieben und ominöse Hacker haben ihn perfekt nachgeahmt. Und ihm ging es andersrum ganz genauso.
ziemlich gruselig. Normalerweise reden wir hier selten über Dinge, die uns direkt betreffen. Bei Simply geht es nicht wirklich um uns. Aber wie oft passiert es, dass man Opfer eines groß angelegten Betrugs wird und die Masche der Täter gleichzeitig einer der derzeit größten Cybercrime-Trends überhaupt? Ey, können wir mal ganz kurz, also wirklich, das fällt ja vielen nicht so auf, was das bedeutet, aber können wir mal ganz kurz darüber reden, wie viel Aufwand in diesem Videoschnitt steckt? Das alles animiert und für jede, auch wenn das nur eine Sekunde ist, diese Sequenz, diese Animation dauert Ewigkeiten, um das so hinzubekommen. Ey, das ist so geisteskrank, wirklich, ich denke mir die ganze Zeit, Alter, wie viel Zeit steckt da bitte drin in diesem Video? Ne, auch zu diesen kleinen Sachen und das ist wieder rauswischt und so. Weißt du, ich bin da ja, ich lerne ja erst noch so Premiere und After Effects so ein bisschen kennen, aber jetzt nicht in dieser Form. Das ist absolut heftig. Also wirklich, ich bin absolut fasziniert davon. Behauptet es. Small businesses are often big targets for cybercriminals. Man nennt diese Masche Invoice Fraud, Man in the Mail Scam oder ganz allgemein Business Email Compromise, kurz BEC Scam. A scam where criminals steal money by asking for it. Immer mehr Geschäfte werden online abgewickelt. Und so wird dieser Betrug immer, immer beliebter. Auf diese Weise wurden bereits zig Milliarden Euro erbeutet. Google und Facebook wurden so insgesamt ca. 120 Millionen Euro gestohlen. Auch der niederländische Konzern Bol, eine Art Mini-Amazon, wurde um 750.000 Euro erleichtert. Das FBI bezeichnet BEC-Scams als eines der finanziell schädlichsten Online-Verbrechen. Und leider trifft es besonders häufig kleine und mittelgroße Firmen. Rund 60% aller kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen, die Opfer eines solchen Betrugs werden, gehen innerhalb der nächsten 6 Monate bankrott. Ja, na, die fehlt auf einmal die ganze finanzielle Stabilität dadurch, ne? Weil die einfach so viel abgezogen wurde. Ey, ist schon brutal, ist brutal. Man kann sich gegen solche Attacken schützen. 2- oder 3-Faktor-Authentifizierung ist einfach wichtig. Wenn etwas verdächtig ist, vielleicht ein komischer Buchstabe in einer Domain, nicht ignorieren, doppelchecken. Und updatet eure Software. Die Geschichte von Santiago ist ein Mahnmal, wie sehr wir uns auf moderne Kommunikationsmittel verlassen. Dass wir nie wirklich wissen, wer am anderen Ende antwortet. Und dass Menschen immer die größte Schwachstelle in Cybersecurity sind. Für uns ist es weiterhin absolut surreal, einen solchen Betrug aus nächster Nähe miterlebt zu haben. Santiago und sein Unternehmen werden den Verlust zum Glück mit hoher Wahrscheinlichkeit verkraften. Unsere neueste Kollektion ist seit ein paar Wochen online. Schaut da gerne mal rein. Es würde uns sehr freuen. Wir haben diverse Hoodies, Sweater und T-Shirts im Angebot. Ja, ich hoffe, wir unterstützen jetzt damit keine, keine Hacker damit. Ja? Nee, ich denke, daraus lernt man halt einfach. Und ich denke, auch durch die Geschichte von denen lernt man, dass man da besser aufpassen sollte.